Wir sind immer noch bei unserem Auftrag mit den Skiern für unseren Freund Brass and Biceps. Den Auftrag werden wir jetzt zu Ende machen, das mache ich jetzt auch wieder ein bisschen schneller. Aber erstmal, herzlich willkommen zurück zu Little Big Workshop. Gut, deswegen mache ich jetzt schneller. Der sollte aber eigentlich hinhauen, ist ja im grünen Bereich, war in der letzten Folge ja auch schon zu sehen. Das war auch echt ärgerlich, dass hier der Auftrag weg war, wo wir die brauchten. Fällt mir gerade ein, wo sind eigentlich? Ach, der Auftrag braucht so wenig Leute, dass sie hier alle schon rumgammeln, oder was? Und anscheinend lohnt es sich geldtechnisch auch nicht, aber gesagt, das machen wir auch nur, damit wir da mal höher kommen. Das Ziel des Spiels ist ja, alle Skillpunkte zu kriegen, in der Rangliste höher zu kommen und die alle auf ehrfürchtig zu bekommen. Da möchte ich gerne mal gucken, Rangliste hatte ich ja jetzt gesehen, Wirtschaftsstatistiken, Skillpunkte wollte ich gucken. 4 haben wir. Hier wollte ich ja auf was Bestimmtes hin, die Punkte haben wir ja inzwischen, und zwar den Techniker. Setze dich wieder mit deinen alten Kollegen im Ressourcencenter in Verbindung, um Zugriff auf besondere Ingenieursschulungen. Ermögliche erfahrene Transporteure zu Technikern aufzustufen. Techniker reparieren Arbeitsplätze automatisch. Das werde ich jetzt machen, da wollte ich mich drauf hin. Mach mal kurz langsamer, das kriegen sie ja sowieso fertig. Und zwar werde ich jetzt einen Techniker. Erstmal nur einen. Das sind die hier. Aufstufen. Und zwar die Susanne Koch, die ist am längsten bei uns. Supertransporteure will ich nicht. Und zwar, der wird jetzt Techniker. Oh, gut, dass das nicht teuer ist. So, so, so. Wo haben wir denn die Susanne Koch? Kann ich zu ihr springen? Da läuft sie rum. Schickes Aussehen. Ja, funktioniert. Die sollen mich, wenn sie gerade nichts zu tun haben, automatisch Sachen reparieren. Ja, sieht ja aus. Ja, hat was, schwarze Latzhose. Und voll am Arbeiten. Ich glaube, ein Techniker reicht auch erstmal, um die Maschine hier im Griff zu halten. Wir brauchen hier schließlich auch Transporteure. Wir können es jetzt wieder schneller laufen lassen. Man kann da mal durch Kurs gucken, wie die Maschinen hier so aussehen. Ja, die repariert hier durch. Dann ist das Problem nämlich auch erstmal vom Tisch. Okay, der Auftrag ist so gut wie fertig. Da sitzen schon die Skier. Manche da oben, manche hier unten, aber die haben ja eine Art, das hinzustellen. Wieso packen die hier nicht alles in die Regale? Hier wird der Rest zusammengebaut. Sollte zumindest. Ah, da fehlen noch Bauteile. Okay, der ist gleich fertig. Ich mach mal kurz langsamer und gucken wir uns mal um nach dem nächsten Auftrag. Davor gucke ich aber kurz in unsere Kundenbeziehung, damit wir die mal höher kriegen. Den machen wir gerade, den haben wir auf Maximallevel, genau wie den. Haben wir denn noch was von Brass and Biceps? Oh ja, die machen wir gerade. Der will noch mehr Skier. Plan erstellen, stimmt er denn noch? Nein, diesmal will er Skier von besserer Qualität. E5 bis 7, 6 bis 8. Da wäre das wohl jetzt bei R angesagt mit dem teuersten Material. Ja. Das ist die Schmiede. So. Da ist wieder die Schweißstation. Die haben wir ja zum Glück jetzt 2 Stück von. Da. Da. So. Okay, und das ist... Ah, die Werte haben wir. Wir können rein theoretisch das Billigste benutzen. Das wäre Plastik. Aber nicht immer ein Rosa. Wir nehmen jetzt mal türkises Plastik. Das setzen wir hier hin. Und dann kommt nur noch die Endmontage. Da der hier vorne noch in Arbeit ist, setzen wir es diesmal hier rauf. Wo ist denn die? Da ja. So, diesmal 13 Stück. Los. Der ist eh gleich fertig. Das lasse ich ihn oben stehen. Jetzt wechseln bringt gar nichts. Meh, meh. Ja, die stellen die Maschine ein und da wird ausgeliefert. Gut, noch im roten Bereich. Ändert sich aber schon. Wie man sieht, müsste auch klappen. Weil, wieso ist die Kaffeeanzeige hier an? Los damit. Komm, den einen Skier macht ihr aber noch fertig, oder? Bevor ihr euch jetzt alle um was anderes kümmert. Geht doch. Liefern. Dann ist der glücklich. Der hat seine Ware rechtzeitig bekommen. Ja, hab gerade die Lieferung der Skier bekommen. Passt alles. Gut, Bezahlung ist lächerlich. Aber was tut man nicht alles, um seine Kunden glücklich zu machen?
Kundenbeziehung. Der ist auch ein... Ja, gut gestiegen ist er. Nach dem Auftrag müssen wir... Den haben wir noch nicht frei. Ich muss sowieso in den Skillpunkten erstmal, glaube ich, jetzt... Hier haben wir das Wichtigste. Mich erstmal hier rum kümmern. Ich glaube... Der nicht? Plastikproduktion. Einer von denen hier dürfte es sein. Um ihn freizuschalten. Im Moment haben wir eh nicht genug Punkte. Oh, die sind ja auch schon so gut wie fertig. Ich mache nochmal kurz langsamer, um nach neuen Aufträgen zu gucken. Den machen wir. Mehr haben wir im Moment nicht. Ihn hier haben wir auch noch nicht voll. Grüße Fabrik. Um gemeinsame professionelle Ressourcen zu forcieren, gehen wir 8 Drohnen im Auftrag. Schnelle Lieferung und ordentliche Herstellung. Wie viele will den haben davon? Geld. Naja, 8 will er haben. Ich weiß nicht, wirklich lohnt tun sich die Aufträge nicht. Träge. Aber man muss es ja machen. Hier erstmal das beste Metall, würde ich sagen. Das kommt dann auf die Schmiede. Legen wir hier vorne rauf. Dann haben wir hier, das dürfte Holz sein. Warte mal, da oben brauchen wir 41. Na, das wäre auch Schmiede. Aber da reicht, glaube ich, der. Ja. Mit dem billigsten Metall, oder... Nee, besser wäre das, weil wir die anderen Werte ja noch kriegen müssen. Das müsste die Metall... Genau. Metallstangpresse, das legen wir darauf. Hier wäre nochmal Schmiede. Aber definitiv auch mit dem besseren Metall. Das legen wir auf die andere Schmiede. Da, die ist eh gleich fertig. Oder ist, glaube ich, sogar schon fertig. So, Montagegang Nummer 1. Legen wir auf die da hinten. Das wäre dann okay. Da unten müssen wir auf 21. Da müssen wir hier echt den Achter nehmen. Das haben wir die Maschine überhaupt? 3 bis 6, 1 plus 3. Da müsste ich echt schon den nehmen, um da auf 66 zu kommen. Und dann am besten mit dem besten Holz. Das wäre aber Säge. Das kriegen wir hin. Die ist hier. So, den Montageschritt. Haben wir den schon? Ja. Der fehlt aber definitiv noch. Hatten wir auf die gelegt, dann nehmen wir jetzt die hier vorne. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Bevor ich das jetzt mache, das ist die Endmontage, mache ich erstmal die oben und unten. Das wäre auch Montage, oder? Können wir erstmal gucken. Da fehlen uns noch 10. Da fehlen uns auch noch welche. Wäre am besten jetzt erstmal der. Okay. Ja, das sind die Roboteraufträge. Das beste Metall auf jeden Fall. Das ist die Walzmaschine. Zum Glück haben wir genug Mitarbeiter. Das kommt hier rauf. Das wäre dann wiederum... Ich glaube, das ist die andere da hinten. Die, genau. Das ist wieder ein Montageschritt, ne? Wir haben hier beide belegt. Das heißt, ich setze den einen nochmal hier rauf. Bevor ich den mache, mache ich den da erstmal. Und hier ist jetzt das Problem, da bleibt uns gar nicht mehr viel Wahl. Da fehlt uns noch, da fehlt uns noch. Der wäre bei beiden das Beste. Dann nochmal das beste Metall. Müsste es hinhauen, oder? Immer noch nicht. Okay, wie soll ich denn das jetzt hinkriegen? Das wäre auf jeden Fall wieder Schmiede. Darauf. Das wäre ein Montageschritt. Na, die wollte ich frei halten für die Endmontage. Packe ich das hier nochmal hin? Die Endmontage wäre nämlich das hier. Aber das mit den Materialien auch noch nicht hin. Das dahin. Oh, da fehlen uns echt 2 Punkte. Haben wir irgendwo billiges Material verwendet? Hier muss ich noch auswählen. Fehlt ja auch noch eine Schmiede. So haut's hin. Den muss ich übersehen haben. Oh, das mit den Schmieden wird aber auch eng. 8 Stück will er haben. Irgendwas fehlt. Ah ja, die Roboter-Teststation. Davon haben wir zum Glück 2. So.
Ich werde es probieren, ob das hinhaut. Ja, da bin ich mir gerade nicht so sicher, ob das klappt. Ich werde das Ganze mal beschleunigen. Da liefert er Sachen an. Ist doch sehr viel auf den Schmieden. Na, hier nicht so viel, aber da, ne? Obwohl, es geht eigentlich. Der ist ja eh gleich fertig. Der ist auch im grünen Bereich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass ich so viele Leute habe. Das wird hier auch schon angeliefert. Macht aber bitte den einen Schier vorher noch fertig. Bitte euch. Ja, liefern. Na, das scheint doch zu klappen. Das ist auch sehr gut im Voraus. Jo. Level up, Barbloss NPS. Kundenbeziehung. Wir sind für bekannter. Okay, weil... Ja, die bleiben wohl hoch. Oh, Moment. Stopp, schon wieder ein R2 Agent. Ja, die kommen aber häufig in Lesser. Naja, besser als Genome. Definitiv besser als Genome. Aha. Haben wir doch gesehen. Informationen verbreiten. Du auch, oder was? Willst du arbeiten oder willst du spionieren? Ja. Er will spionieren. Lass dich anklicken. Hab dich ertappt. Okay, wer von denen arbeitet jetzt? Die steht da nämlich nur rum und macht gar nichts. Ja, jetzt Zeitung lesen, ne? Immer diese faulen Mitarbeiter. Er liest auch nur Zeitung. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Mel? Wo haben wir denn die anderen vier? Weil allein schon vier Agenten. Jetzt übertreibt der Gute das aber auch. Ja, dich habe ich gesehen. Notizen machen, ne? Tschüss. So, was ist mit dir? Du arbeiten oder du Agent? Gucken. Du Agent. So. Immer diese Spionage hier. Das ist meiner, das weiß ich. Mein Techniker? Wieso tummelt sich hier so viel? Die nicht? Du siehst doch aus wie der Agent. Auch nicht. Ja, die auf jeden Fall. Die spioniert hier so komisch. Auch nicht. Hallo? Wo sind die anderen zwei Agenten? Was stehst du hier so verdächtig rum? Nichts zu tun oder Agent? Ja, aber du erober auf jeden Fall. Notizen machen. Was? Ich hab's doch gesehen, ja, warst du das? Irgendjemand hier hat Notizen gemacht. Du siehst schon so aus mit deiner Spionagebrille. Was? Und so weitergeht, habe ich gleich meine ganze Firma verdächtigt. Okay, der ist ein Agent. Was? Das gibt's nicht. Wir laufen irgendwo zwei Agenten rum und ich weiß nicht wer. Wo? Die beiden arbeiten? Ich kann mich nicht dran erinnern, so einen Bartträger zu haben. Aber anscheinend schon. Der arbeitet und der hier auch, wie es aussieht. Oder auch nicht. Ist aber auch kein Agent. Ich habe gleich meine ganze Firma verdächtig. Der nicht. Der auch nicht, ne? Nö. Wo sind die anderen zwei Agenten? Den habe ich schon verdächtigt. Aber Agenten machen doch auch keine Pause, oder? Ich meine, die würden ja sofort auffallen im Pausenraum. Meine Angestellten kennen sich doch auch untereinander. Weiß ich, der sieht aus wie ein Agent mit seinem Handy. Ist er aber nicht. Moment, hier war einer mit dem Funkgerät. Ida, ne? Ja.
Okay, hier fehlt noch einer. Wer? Du? Nein? Also, wer fehlt noch? Los. Du siehst verdächtig aus. Du siehst sehr verdächtig aus. Ja. Haben wir sie. Endlich. Okay, und der Auftrag klappt auch, wie man sieht. Stehen diese komischen Roboter rum? Wie sehen die ja nicht aus? Sind so Drohnen, ne? Es sind Drohnen. Etwas futuristische Drohnen, wie aus dem Film Krieg der Welten, aber... Alles klar, so, verkaufen. Klappt auch alles. Ben. Abgeholt? Na, komm mal. Okay. Hol du mal deine Drohnen ab. Ansonsten haben wir hier im Moment... Oh! Blub! Minibot. Wir wollen funktionsübergreifende Technologien entscheiden, etablieren. Und du solltest Teil dieser Vision werden. Liefere einen neuen Minibot und wir werden unsere problemlose Partnerschaft angemessen rekapitalisieren. Das Problem ist, sie bringen alle wirklich nicht Geld, aber müssen da ja auch höher kommen. 29 da oben. 23. Gut, so weit sind wir ja gar nicht entfernt. Ich glaube, der da reicht da schon. Der müsste geliefert werden, oder? Ja, der müsste geliefert werden, alles klar. Hier kann man aber das beste Metall benutzen. Ja. Dürfte die Walzmaschine sein? Da ist sie doch. Das dürfte wieder hier genau die beiden sein. Das ist ein Montageschritt, eindeutig. Setzen wir hier rauf. Gut, hier, wir müssen den mittleren noch hochkriegen auf 29, 26, 18, aber das ist relativ günstig. Wir nehmen diese komischen Raupen. Das beste Metall, das reicht ja schon. Schmiede. Setzen wir auf die da. Das wird sowieso geliefert. Gibt es auch nichts Besseres? Nee, das ist diese Schaumstoff-Injektionsmaschine. Die haben wir aber auch zweimal. Das ist wieder ein Montageschritt. Hier vorne. Diesmal nehmen wir die hier hin. Das ist wieder Plastik. Wir nehmen das Türkise. Gefällt mir einfach besser vom Aussehen. Plastik haben wir da. So, und dann kommt wieder ein Montageschritt. Das werde ich, zum Glück haben wir so viele davon, hier vorne hinsetzen. Dann haben wir hier noch... was nehmen wir denn da mal? Die haben wir ja alle fertig. Was ist das Billigere? Das da. Mit billigem Metall, so. Upsala. Das müsste die Maschine da vorne wieder sein, oder? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da. So, und das ist wieder ein Montageschritt. Das wäre auch die Endmontage. Kann ich, glaube ich, hier rauflegen, weil der Rest ist ja eh wieder eine Roboter-Teststation. Obwohl, ich bin mir gerade nicht so sicher, weil hier fehlt ja auch noch was. 5 bis 7, 4 bis 6, 4 bis 6. Ich glaube, das Billigste wäre das da. Ah, da kommt noch ein Montageschritt. Billiges Metall. Walzmaschine. Die sind immer so komplex, die Dinger, und bringen kaum Geld. Das ist dann wieder genau der da. Und dann doch nochmal ein Montageschritt. Okay. Aber das kriegen wir hin. Dann packen wir das auf eine von hier vorne. Das sind Dreier. Nehmen wir den da hinten. Und zum Schluss kommt die Roboter-Teststation, wovon wir ja zum Glück zwei haben. So. War's das? 9 Stück ist lieferbar, müssen wir hinkriegen. Jo. Da wird schon alles mal wieder ins falsche Lager gepackt, aber da reg ich mich schon gar nicht mehr drüber auf. So, der ist zufrieden. Können wir sich jetzt voll und ganz darauf konzentrieren? Oh, das sind schon mal die ersten Sachen für die Montage, das ist doch gut.
Was mit den Maschinen reparieren? Von dem einen Techniker scheint auch zu funktionieren. Ich sehe im Moment nichts, weil es jetzt gravierend kaputt ist. Ach, ein Techniker reicht erstmal. Die sind auch gut dabei. Das ist, glaube ich, wieder, weil Mitarbeiter befördert wurden. Ja. Wie sieht es denn aus mit den Skillpunkten? Haben wir da schon wieder was Neues gekriegt? Nö. Absolut nö. Ja, der macht immer, obwohl die sind so gut im Voraus. Richtig gut im Voraus. Langsam wird das hier doch. Ich glaube, Montagebänke brauche ich auch nichts mehr großartiges vergrößern. Bloß das mit dem Segen gefällt mir nicht. Aber man braucht so viel Geld. Ich würde gerne mehr Segen haben. Aber nicht in den kleinen Raum hier, sondern die werde ich wahrscheinlich nach hier verfrachten und die nach da. Telefon! Hallo, erinnerst du dich an die Zwerge, die ich verkauft habe? Ich habe da eine noch bessere Idee. Was denn? Flamingos, ist wieder eilig. Nicht jetzt, Junge. Dann bekommst du auch immer, wenn ich gerade in einem Auftrag stecke. Da könnte ich eigentlich umbauen jetzt gerade, weil die Sägen werden gerade nicht benutzt. Genauso wenig wie die hier. Lass es mal kurz langsamer laufen. Säge. Die stelle ich mal hier hin. Genauso wie die daneben. So. Schalltafel muss ja auch raus. Die Räume werden ja zum Glück gerade nicht benutzt. Daher kann ich sie erstmal kreuz und quer hinballern. Die muss raus. Die auch. Genau wie die Schalltafel. So, dann kann ich die nämlich darüber stellen, sobald das da gleich weg ist. Naja, die dauern zwar eine Weile, die Minibots, aber die sind sehr gut in der Zeit. Einer ist sogar schon fertig. So, die sind da am Abbauen. Dann will ich die, weil ich glaube, mehr als zwei Streichstationen brauchen wir nicht. Das heißt, die machen sich hier etwas besser. Der da hin. Schalltafel daneben. Ich glaube, ich muss die Lagerverkleider gut streichen. Ist relativ selten. Da können die Lager kleiner. Der soll da hin und die daneben. So, die können sie da erstmal aufbauen. Das Lager muss ein Tickle kleiner. So. Den kann ich ja so lassen. Muss ich gleich mal gucken, ob es hier dekomäßig noch hinkommt. Jetzt müssen da erstmal die Sache raus. Also ein bisschen hurtig, hurtig, Leute. Ich weiß, ihr habt momentan nicht allzu viel zu tun, sonst würde ich ja auch nicht umbauen. Aber das heißt nicht, dass ihr hier rumtrödeln müsst. Ich bezahle euch nicht fürs Rumstehen. Also, Bewegung. Okay, da muss ich erstmal gucken. Wie mache ich das am besten? Den will ich hier ja nicht wegnehmen. Der soll hier bloß in die Ecke. Und die Sägen. Ah, kommt, die soll dahin, wo der Kaugummiautomat steht. Der baut das da wieder auf. Das ist schon mal sehr gut. Kann das Lager hier schon mal nicht zu ohne löschen. Sondern das soll raus und das soll raus. So, und das Lager wird dann jetzt verbunden mit der Schalltafel. Ist das für das zuständig? Genau. Die Säge kommt denn hier in die Ecke. Wo ist denn die Schalltafel dazu gehört? Das ist die. Die kommt denn daneben? Wieso geht das nicht? Der lässt mich nicht daneben? Dann nehme ich die halt erstmal weg. Ja. Genau, geht das jetzt? Ja. So, die Säge gehört dazu. Dann wird die hier auch nebengebaut. Das muss ich mal gucken.
müsste rein theoretisch. Das Lager kann ich verkleinern gleich, das ist nicht das Problem. Kann ich ja nach vorne weiter ausbreiten. Die Segel kommt dahin. Dann hätte ich die am liebsten daneben. Die Schalltafel da wieder nehmen. Und die Säge dann hier neben. Ein Tückchen verkleinern muss ich es. Okay. So. Ja, das wird gleich verbunden. Geht gleich los. Es sollen ja noch ein paar Sägen dazu. Das ist ja der ganze Sinn der Sache. Kreissäge. Wo haben wir sie denn? Die Kreissäge. Plasmaschneider, Bandsäge, Kreissäge da. Davor? Sie werden ja nicht fertig mit umbauen. Moment, das war hier. Kreissäge. Da. Da noch eine Schalttafel zwischen. So, vielen Dank. Und dann noch zwei Sägen. Vielleicht etwas übertrieben, aber zumindest haben wir dann keine Probleme mehr. Weil manchmal ist es doch, hatten wir doch jetzt schon Aufträge, extrem viel, was auf den Sägen liegt. Da muss noch eine Schalltafel zwischen. Was bestellen wir jetzt erstmal? Wir kommen auf diese hier, auf jeden Fall die beiden links und rechts, die und die und dementsprechend natürlich auch bei der anderen. Mal kurz überprüfen, die hat die beiden, die hat die beiden, ja. Das Lager hier. Ich werde den einmal kurz umstellen. Er kann hier mal hin. Das Lager soll dann hier ganz an die Wand. Dafür ein Tickle größer, weil hier dürfte viel gelagert werden. Weil, das weiß man ja schon, es wird viel gesägt. Ich glaube, den Gang lasse ich mal, damit sie auch nach da hinten hinkommen. Verbinden tue ich das Ganze jetzt mit den einzelnen Schalltafeln. Der hier und natürlich, wo ich jetzt nicht ankomme, da. Genau. Das, so gut, das braucht eigentlich auch nicht viel größer. Nein, nicht wirklich. Das kann ich eigentlich so lassen. Ist zwar ein bisschen blöd, weil sie jetzt hier durchs Lager laufen müssen. Könnte ich höchstens noch ein Tickchen verkleinern. Weil hier sind ja nur die Fertigprodukte, die eh gleich wegtransportiert werden. So, dass sie dann auch vorbeikommen. So, jetzt ist nur die Frage. Passt das Deko-mäßig? Absolut gar nicht. Der hat 50. Ich werde den austauschen. Der kommt weg. Gegen einen Videospielautomat mit so einer Statue da rein. Da stelle ich hier einen Videospielautomat in die Ecke. Und... Oh, ich kann den nur einmal bauen. Aber Sikir, gib deine Vorrang mit deinem geliebten Kunden. All zwei. Ja, das müsste aber passen mit denen zusammen. Und nimm das Ding da mal bitte weg. Wenn ich bitten darf. Dann müsste das mich mal zwei machen. Wärst du so nett, das Ding da wegzunehmen? Bitte? Ja? Dankeschön. Den dahin. Die kann man also nur einmal bauen, die Dinger. Aber müsste rein theoretisch die Laune mal 2 machen, ne? Dann wären wir hier doch bei 240. Kann sein, dass es erst aufgebaut werden muss. Ansonsten verstehe ich hier gerade irgendwas nicht. Ich lass mal kurz ein Tickchen schneller laufen, damit sie das hier mal aufbauen. Er haut trotzdem nicht hin. Er macht das hier nicht mal 2. Geht doch da mal 2. Und macht er trotzdem nicht. Hip,
Okay. Ah, wahrscheinlich wie ein großer Raum mal 25. Aber der Raum muss zu groß. Naja, da muss doch noch irgendwas anderes Dekomäßiges mit rein. Vielleicht doch noch den. Oder den Wasserspender. Der bringt ja auch plus 30. Und wir haben ihn. Naja, gut. Muss wohl der. Hast du den noch daneben? Ja. So haut es hin. Ach, bei dem macht er das mal 2. Bei dem nicht? Da haut es zumindest hin. So, dann haben wir jetzt nämlich eine größere Sägehalle, die wir auch wirklich brauchen. Das hier passt auch hin. Laune plus 50. Ja. Alles eingestellt. Wunderbar. Die Dinger sind, naja, noch nicht fertig, aber wie man sieht, das wird locker was. Da stehen ja auch schon die ersten. Mini-Bots. Okay. Sind wir doch gut dabei. Haben wieder was umgebaut. Die Roboter klappen locker. Habe ich echt nicht gedacht. Ich dachte, die werden uns richtig Probleme machen. Aber sieht nicht so aus. Skillpunkte müssen eigentlich irgendwann mal wieder kommen. Ich hoffe es. Aber da haben wir voll. Unsere Kundenbeziehungen. Ich mache mal kurz einen Check durch. Da ist perfekt. Da ist perfekt. Bei dem arbeiten wir uns gerade höher. Genau wie bei dem. Alles klar, den haben wir noch nicht frei. Dafür brauchen wir halt Skillpunkte, die wir noch nicht haben. Die müssen noch 3 Stück herstellen, was locker werden, klappen dürfte. Okay, dann beende ich hiermit die heutige Folge. Wir sind schließlich jetzt bei... Oh gut, diesmal haut's mal hin. Ich habe mal auf die Zeit geachtet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.